meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Aufgebraucht-Video für euch. Aber nicht nur ich werde heute ein Aufgebraucht-Video hochladen, sondern auch die liebe Tara vom Kanal TamTam Beauty und die liebe Sarah vom Kanal Sarah Desideria. Falls ihr also noch mehr Produkte sehen wollt, die aufgebraucht wurden und die Meinung dazu hören wollt, da seid ihr bei den beiden auf jeden Fall bei der richtigen Adresse sozusagen. Schaut auf jeden Fall bei den beiden Mädels vorbei. Lasst ihnen liebe Grüße da, da würde ich mich total freuen. Und ich würde sagen, falls es euch interessiert, was ich alles aufgebraucht habe und eine kleine Review dazu, beziehungsweise ich habe auch noch zwei Flop-Produkte, also falls euch das alles interessiert, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Wir fangen mal bei meinen Haaren an. Und zwar habe ich leer gemacht dieses Kokosöl hier. Das habe ich euch auch schon mehrfach in den Videos gezeigt. Allerdings habe ich es ein bisschen umgewandelt. Ich habe es nämlich in letzter Zeit als Maske verwendet. Da meine Haare in den letzten Wochen sehr widerspenstig geworden sind, habe ich mir das einfach sehr großzügig auf die Haare gemacht, habe es eine Weile einwirken lassen und habe es dann eben ausgespült. Also danach habe ich sie gewaschen, logischerweise, aber erstmal das ganze Zeug eben ausgespült. Man kann das ja auch zum Kochen verwenden, aber also wenn ich es mal im Bad stehen habe, dann trage ich es nicht nochmal in die Küche. Da habe ich ein anderes Kokosöl, aber das wollte ich euch zeigen. Ich habe mir das schon nachbestellt und zwar kaufe ich das immer bei Amazon. Allerdings haben die irgendwie Lieferschwierigkeiten, keine Ahnung. Also ich warte da jetzt schon einige Tage drauf, aber das wollte ich euch zeigen, weil ich es wirklich ein Top-Produkt finde. Und in der Zwischenzeit habe ich dieses hier aufgebraucht. Das hatte ich in einer Box, in einer Beauty-Box, ich meine in der Gala-Beauty-Box. Und zwar ist es von L'Oreal Anti-Haarbruch Wunderaufbaukur. Mit der hier habe ich dasselbe Spiel gemacht. Also ich habe mir das quasi ins trockene Haar aufgetragen, habe es eine ganze Weile einwirken lassen und habe mich dann geduscht. Also habe dann quasi meine Haare gewaschen und habe mir meine andere Maske reingemacht, also meine Endrich, das wisst ihr ja, oder Endrich, ich kann es immer nicht aussprechen, wisst ihr ja, dass ich die liebe. Ich lasse ja an meine Haare echt so gut wie gar nichts, also nichts, was ich nicht kenne, aber ich wollte es halt aufbrauchen, weil ich es in der Box hatte und ich fand es wirklich total gut. Also meine Haare, die waren danach total geschmeidig, waren richtig schön weich und ich habe sie gut durchkämmen können. Das mochte ich sehr, sehr gerne und es riecht unheimlich gut. Das ist ja bei mir auch immer super wichtig. So, soviel zu meinen Haaren. Als wir im Schwimmbad waren, habe ich mal diese kleine Probe hier mitgenommen, weil ich nicht meinen großen Bottich quasi mitschleppen wollte. Aber das war ein Big Fail, weil ja, damit habe ich quasi gerade mal so meine Spitzen waschen können. Also da ist ja ganz wenig nur drinne. Und ich frage mich immer, was die sich dabei denken, wenn die halt ja nur so ein Produkt dazu tun. Also was will ich damit machen, ne? Also da bräuchte ich mindestens 10 davon. Aber ich fand den Geruch auch gut. Ich habe halt hier unten meine Haare dann nur gewaschen und hier oben habe ich sie dann halt ja nur so eingeschäumt quasi von dem, was ich hier unten hatte. Also ja, so ist es halt. Ich fand es aber eigentlich ganz gut. So, dann kommen wir zu einem Produkt, was ich mega gut finde und das werdet ihr auch gleich sehen. Ich habe es nämlich hier in mehrfacher Ausführung quasi, also ich weiß nicht, wie viele das sind. Das sind 3, 6, 9 von diesen Aquatuch-Masken von Balea. Die total genial, ich werde die euch dann auch noch in meinem DM-Haul zeigen. Ich liebe die über alles, diese Aquatuch-Maske und verwende die ständig. Also die riecht unheimlich gut und ich fühle mich danach total frisch und meine Haut ist total schön mit Feuchtigkeit versorgt. Also ich mag die total gerne für unter 1 Euro und man sieht ja, ne, dass ich da wirklich einige von verwende. Was ich noch sehr, sehr gut finde bzw. sehr gerne mag, ist diese Maske hier. Und zwar ist es diese feuchtigkeitsspendende Maske eben auch, aber die hat eben so einen Gurkengeruch. Also die hat Aloe Vera enthalten, Avocado und Gurke. Ist für alle Hauttypen geeignet und ich mag einfach total diesen Geruch. Also wenn ich mir die abends auftrage, ist es irgendwie so ganz frisch. Und meine Haut fühlt sich danach eben auch sehr gut an und deswegen kaufe ich mir die immer wieder nach. So, was ich mir auch noch nachgekauft habe, allerdings von einer anderen Firma, sind diese Oil Control Papers. Und zwar gibt es die ja von allen Marken. Also ich habe jetzt welche von Essence in meiner Handtasche. Ich habe die auch immer dabei, weil meine Haut eben nach einer gewissen Zeit das Ölen anfängt sozusagen. Das sind ja diese Papers, die tupft man sich einfach so ganz leicht auf die Haut und dann hat man eben die Rückstände, die man nicht haben möchte. Und das wollte ich euch auch auf jeden Fall zeigen. Was ich dennoch aufgebraucht habe, ganz logisch, sind meine Neutrogena Abschminktücher. Ich liebe die über alles, da bin ich auch wieder angekommen. Da möchte ich mir eigentlich keine anderen kaufen. Es ist nur so, dass wir keinen Müller in der Umgebung haben. Das heißt,
Ich muss mir da ganz viele kaufen, weil ich ja nicht weiß, wann ich wieder zum Müller komme. Und ja, big fail, ich habe mir nur 3 Packungen gekauft und 2 davon habe ich aufgebraucht und die andere habe ich jetzt schon weggeworfen. Aber ich musste mir dann in der Zwischenzeit bei DM diese hier kaufen von Nivea. Diese Abschminktücher, und die sind echt nix. Also ich mag die überhaupt nicht. Ich habe mir gedacht, Mensch, ich nehme lieber die etwas teureren mit, anstatt die von Balea. Die waren echt teuer. Ich meine, die hätten 2,45 oder so gekostet, aber die sind überhaupt nichts im Gegensatz zu diesen hier. Und die von Balea, die teste ich jetzt gerade im Moment. Aber naja, da werde ich auch nicht so wirklich warm mit diesen Abschminktüchern. So, was ich mir danach gekauft habe, ist dieses Hautöl von Kneipp, dieses Mandelblütenhautzart. Ich bin auch so ein kleines Verpackungs-Monster-Freak-Monk. Ich hebe die nämlich immer auf, das werdet ihr auch gleich sehen. Ja, also dieses Hautöl mag ich total gerne. Es duftet unheimlich gut. Es ist mit 5 Euro leider nicht ganz so günstig, aber ich verwende es eben total gerne nach dem Duschen. Ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, weil ich gedacht habe, Mensch, im Sommer vielleicht klebt es dann so ein bisschen auf der Haut, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also es zieht wirklich sehr schön ein in die Haut und man riecht total gut und die Haut, die glänzt so schön. Aber dazu gibt es ja auch eine Geschichte, habe ich euch schon erzählt in meinem Fashion Week Video. Ja, total witzig. So, dann machen wir mal unter der Dusche weiter. Und zwar habe ich aufgebraucht diesen Duschschaum hier von Spitzner. Den habe ich euch schon in meinem Favoritenvideo gezeigt. Ich habe den jetzt ultra lang verwendet. Also der war sowas von ergiebig. Den werde ich mir auf jeden Fall bei Amazon nachbestellen, weil ich den Duft total gerne mag. Es ist ein recht günstiges Produkt. Ich meine 2 bis 3 Euro. Und wie gesagt, ich bin super lange damit hingekommen. Und der Duft ist einfach total genial. Ihr wisst ja, dass ich von Rituals eigentlich diesen Gel Schaum mag, also diesen Duschschaum, also das ist ja so eine Gelart, kommt da raus und dann vermengt, also wenn man das mit Wasser vermengt so rum, dann blustert sich das so total auf und das ist so ein Dupe dazu, finde ich, ne? Aber gut, die Firmen, die ja, machen ja alle dann irgendwann mal dasselbe. So, dann habe ich aufgebraucht von Aloe Vera diese Seife hier, und zwar wende ich die, um die Pinsel zu reinigen. Und hier steht noch eine kleine Botschaft. Die habe ich nämlich von der Steffi geschenkt bekommen, von unserer Mama Cool Beauty. Schon eine ganze Weile her. Und damit habe ich immer meine Pinsel gereinigt. Ja, es ist tatsächlich so. Die riechen danach total gut und werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. So, dann habe ich ein Produkt leer gemacht, und zwar hatte ich das auch in einer Beauty Box. Das ist von Dr. Severin, diesen Aftershave for Woman. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich schon mehrere Videos dazu gesehen habe und da wurde das Produkt total gehypt, ne? Und da habe ich mir gedacht, ja, naja, bei mir entstehen da keine Pickelchen, wenn ich mich rasiere. Damit habe ich Gott sei Dank überhaupt keine Probleme. Aber dann hatte ich es, wie gesagt, in einer Box, habe mich total gefreut. Und ich muss euch sagen, dass ich damit überhaupt nichts anfangen konnte. Also es war einfach nur eine Creme, die habe ich aufgetragen. Und ja, also irgendwie habe ich mir gedacht, naja, also irgendwie fand ich es doof. Ne, also ich meine, kleine Rötungen hat man klar, aber jetzt nicht so Pickelchen, also habe ich jetzt nicht. Vielleicht hilft es dann tatsächlich was bei denen, die das eben haben. Also ich fand es irgendwie komisch und war dann froh, dass ich den Hype nicht mitgemacht habe und nicht aufgesprungen bin und mir nicht gekauft habe. So, was ich mir schon nachgekauft habe, ist dieses Verwöhnungsfußbad, liebe ich total. Also abends auf der Couch, also beziehungsweise vorher mache ich mir so eine kleine Wanne zurecht und dann mache ich mir davon was rein und pack meine Füße rein und pflege die. Es riecht unheimlich gut und ich mag es super gerne. Und aus dieser Serie liebe ich auch dieses hier, und zwar diese intensive Nachtcreme. Die werdet ihr auch in meinem DM-Haul sehen. Liebe ich total. Also habe ich an meinem Nachttischschränkchen und abends, bevor ich dann ins Bett gehe, creme ich nochmal so richtig schön meine Füße ein und oh, das ist total wohltuend. Also falls ihr da noch was sucht, absolute Empfehlung. Dann haben wir natürlich eine Sonnencreme leer gemacht. Hier jetzt in dem Fall mit Lichtschutzfaktor 30. Eine geringe Menge, aber die hatten wir Anfang der Saison. Und jetzt habe ich Lichtschutzfaktor 50 dann gekauft für meine Kinder. Aber die von Garnier, also da komme ich echt total gut mit klar. Meine Kinder mögen sie gerne, weil sie auch nicht so klebrig ist. Und deswegen motzen sie dann auch nicht rum, wenn ich sie eincremen möchte. So, dann habe ich mir ein Produkt nachgekauft, und zwar dieses hier von Olas. Zeige ich euch. Das hat hier oben so einen Pumpspender. Und zwar ist es auch eine feuchtigkeitsspendende Creme. Die habe ich jeden Morgen aufgetragen und ich habe mich total gefreut, als ich dieses Produkt hier in einer Box hatte, denn es ist nicht so günstig. Ich hatte das schon auf dem Schirm, dass ich mir das kaufen wollte, und irgendwie habe ich mir gedacht,
naja, ich weiß nicht. Und dann war ich halt total glücklich, dass ich es in der Box hatte. Wie gesagt, werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Lichtschutzfaktor 20 hat es nur. Nur in Anführungsstriche, weil ich mir das eben unter meine Foundation auftrage. Ein richtig cooles Produkt. Dann habe ich mir gekauft von Balea diese Clear Strips. Und ich muss euch sagen, dass ich das irgendwie komisch fand. Also ich kannte das noch von früher und habe mir gedacht, ach komm, die bringen doch nichts. Jetzt wollte ich sie mal ausprobieren, aber ich werde sie mir nicht nachkaufen, weil irgendwie bringen die bei mir nichts. Also ich weiß nicht, ich mag sowas nicht. Ich wollte es halt austesten. Und ja, da kommen wir schon zu einem Fail-Produkt, weil wir da eben schon dabei sind. Und zwar auch von Balea, diese Beauty-Effekt-Augen-Gel-Pads. Da habe ich mir echt total viel von versprochen. Ich habe zwei Packungen gekauft gehabt und habe sie auch beide leer gemacht. Hier ist noch eins drin, also es ist auch leer. Aber die machen gar nichts bei mir. Also ich trage mir die auf und habe dann irgendwie gedacht, dass sie richtig schön mit Feuchtigkeit eben getränkt sind und dass man danach frischer aussieht. Aber bei mir, wie gesagt, bewirken die gar nichts und das ist einfach für mich ein Fail-Produkt und deswegen ja, würde ich mir das nicht nachkaufen. Ich habe es halt gleich zweifach mitgenommen. Ja, weil ich mir eben total viel davon versprochen hatte. Aber wie gesagt, bei mir hat das nichts gebracht. Wir machen dann später mit den letzten zwei Fail-Produkten weiter. Ich zeige euch noch ganz kurz zwei andere Produkte. Und zwar habe ich leer gemacht vom Lendamed meine 3D White Luxe Zahnpasta. Also wie gesagt, ich bin da echt so ein Opfer. Ne? Ich hebe sogar die Dinger hier auf. Ja, die Zahnpasta finde ich total gut. Die habe ich euch auch in meinem Zahnpflegeroutine-Video gezeigt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch gerne unten in der Infobox. Ich bin ein absoluter Freak, was Zähne betrifft. Da bin ich sehr, sehr eigen und ja, informiere mich immer beim Zahnarzt und so weiter. Ich bin mit der Zahnpasta total gut zurechtgekommen und ich mochte sie sehr, sehr gerne. Dann habe ich leer gemacht von P2 meinen liebsten Nagellackentferner. Den habe ich mir jetzt nicht nochmal nachgekauft, weil ich was anderes probiere. Da könnt ihr dann eben auch im DM-Haul mal schauen. Ich fand es halt sehr, sehr angenehm mit diesem Pumpspender hier für unter 2 Euro. Super Geruch, obwohl diese Nagellackentferner-Produkte ja echt ätzend riechen. Aber der ist echt okay. Mochte ich sehr, sehr gerne und da war ich eigentlich auch echt angekommen. Aber ich wollte jetzt mal was anderes ausprobieren. Wie gesagt, seht ihr dann in meinem DM-Haul. Dann total unspektakulär, wie immer, diese Kosmetiktücher hier. Die habe ich immer in meinem Schrank. Da trockne ich mir früh morgens mein Gesicht einfach mit ab. Beziehungsweise Kosmetiktücher braucht man eben immer. Die kaufe ich mir ja immer beim Aldi. Wie gesagt, total unspektakulär. Und jetzt kommen wir mal zu einem Produkt. Jetzt werdet ihr euch total wundern, weil ich habe mir in den letzten Wochen zum allerersten Mal meine Haare selbst getönt. Oh mein Gott. Jetzt werdet ihr sagen, Heidi, du lässt doch nichts an deine Haare. Ja, lasse ich in der Regel auch nicht. Aber ich hatte ja dann Termine. Also ich war ja dann bei L'Oreal eingeladen eben. Und das war alles so kurzfristig. Und da hatte ich keine Zeit mehr zum Friseur zu gehen. Und ich dachte mir, oh Mann, mein Ansatz sieht total schlecht aus. Jetzt muss ich doch mal zum DM rennen und habe mir diese Packung hier gekauft. Die hat mir die Mayra empfohlen. Die Mayra vom Kanal Mayra Joanne. Sie hat diesen Beruf ja gelernt und da habe ich mir gedacht, da kann ich nichts falsch machen. Ich sag's euch, ich habe mich angestellt wie der letzte Mensch, echt. Ich war total überfordert hier, ne? Ihr seht's ja, meine Haare sind ja ultra lang und irgendwie, oh, sind meine Arme fast ja, abgebrochen. Aber ich fand das Produkt total gut. Meine Haare haben danach echt super ausgeschaut. Die haben richtig schön geglänzt. Ich würde es mir auf jeden Fall nachkaufen, aber ich habe jetzt nächste Woche wieder einen Friseurtermin, weil das ist mir echt total umständlich. Und ich habe ja nur den Ansatz machen wollen und hier hinten und so weiter, da ist es schon besser, wenn ein Profi dran geht. Aber wie gesagt, ich fand das Produkt echt total gut. So, und jetzt kommen wir noch zu zwei Fail-Produkten. Dann haben wir hier eigentlich alles, genau, dann habe ich euch eigentlich alles gezeigt. Und zwar wollte ich euch dieses Produkt hier noch zeigen. Oh mein Gott, das hatte ich, meine ich, in der Gala Beauty Box. Und da hatte ich mich total drauf gefreut, weil es ist ein Face-Tonicum. Und ich habe eh noch was gesucht und habe mich, wie gesagt, total gefreut. Es ist ultra teuer, also in der Beschreibung stand irgendwas mit, keine Ahnung, schlag mich tot, also auf jeden Fall richtig viel Geld. Und es ist so schrecklich, dieses Produkt. Also es hat hier oben, ja, so einen Sprühkopf, gell? Und immer wenn ich das aufgetragen habe auf mein Wattepad, habe ich gedacht, ich habe da so Desinfektionsmittel aus dem Krankenhaus und boah, willst du jetzt wirklich damit in dein Gesicht? Und ja, ich habe ein ganz bisschen davon aufgebraucht, aber ich kann es echt nicht verwenden, so leid es mir tut. Ich kann mir das echt nicht in mein Gesicht schmieren. Sorry, also
Das ist ja wohl wieder das perfekte Beispiel, ja, dass teuer nicht gleich gut ist, oder? Also ja, ich hasse es, Produkte wegzuwerfen, aber es geht leider nicht anders. Und genauso hier mit diesem Produkt von CD, dieser milde Reinigungsschaum. Ich habe echt gekämpft, ne? Also ihr seht's. Ich habe viel aufgebraucht, aber ich kann es nicht mehr verwenden. Es kommt als Schaum raus, aber ich habe total das Gefühl, dass es meine Haut austrocknet und das kann ja dann nicht gut sein. Also ich vertrage es irgendwie nicht, obwohl ich da ganz, ganz viel Hoffnung reingesetzt hatte. Aber ich habe im Moment was anderes, das werde ich euch auch noch zeigen in einem Video. Aber das war es jetzt erstmal von meinen aufgebrauchten Sachen. Ja, ich sehe jetzt hier nichts mehr. Und ja, ich habe euch wie gesagt so eine kleine Review noch mit dazu gemacht. Wenn es euch interessiert, was ich im Ganzen noch gekauft habe, dann schaut euch auf jeden Fall meinen DM-Haul an. Der wird dann die nächsten Tage online kommen, mal sehen. Und schaut auf jeden Fall bitte, bitte bei den Mädels vorbei, bei der lieben Tara und bei der lieben Sarah. Eben wie gesagt, lasst ihnen liebe Grüße da, da würde ich mich total freuen. Und ansonsten war es das jetzt erstmal von mir. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!